Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch die nächsten Tage einfach mal wieder mit. Genau. Mal schauen, was so passiert alles. Mein Freund hat morgen Geburtstag. Und ja, sonst steht eigentlich auch einiges am Plan. Eigentlich meistens wieder lernen für die Aufnahmeprüfung, für die zweite diesmal. Und ja, jetzt geht's dann in die Arbeit. Und davor esse ich noch ein Frühstück. Genau. Und zwar habe ich mir hier einmal Striezel mit Erdnussmus und einmal mit so einer Traubenmarmelade mit Banane gemacht. Dann noch die restliche Banane quasi. Und hier noch so einen Karotten-Energy Bowl. Ja, also. Die Rezepte findet ihr dann eigentlich alle auf meinem YouTube-Channel. Die kommen demnächst online. Eben zur Osterzeit passend. Und ja, das trinke ich jetzt mit einem Kaffee. Und das esse ich jetzt mit einem Kaffee. Und dann geht es eben in die Arbeit. Genau. So, ich bin wieder zurück von der Arbeit und mir ist so kalt. Ich habe da jetzt einen Tee gemacht, weil ich war in der Arbeit die ganze Zeit draußen und mir ist jetzt so kalt. Es ist so windig draußen und einfach nur bewölkt und schier. Und ich war die ganze Zeit eben in der Arbeit draußen und es war so kalt einfach. Deswegen habe ich mir jetzt einen Tee gemacht, weil mir ist so kalt. Und ja, jetzt werde ich anfangen zu lernen. Beziehungsweise eben was für die Aufnahmeprüfung zu machen. Und zwar habe ich heute geplant, Merkfähigkeit eben, also Übungen zur Merkfähigkeit, weil das hatte ich bei der ersten Aufnahmeprüfung eben nicht. Und dann eben noch Zusammenfassungen weiterschreiben. Ja, das ist jetzt so mein Plan für die nächsten Stunden wahrscheinlich. Och Leute. Ja, ich habe jetzt die Übungen zu Merkfähigkeit abgeschlossen. Ich habe alle Übungen gemacht, die ich so gefunden habe. Und ja, ich habe auch schon Mittag gegessen. Und jetzt werde ich meine Zusammenfassungen weiterschreiben und ich bin schon etwas erledigt. Aber egal, auf jeden Fall werde ich mir jetzt Musik aufdrehen und momentan höre ich extrem gerne diese Lemon Playlist auf YouTube, falls ihr die eben kennt. Also das ist dieser YouTube-Kanal hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der hat halt ganz viele Music-Playlists und die sind echt cool, so zum Rumchillen halt, also so im Hintergrund einfach laufen. Deswegen finde ich die ganz cool und das, ja, werde ich mir jetzt Musik anmachen und meine Zusammenfassungen schreiben. Ja, genau, das werde ich jetzt machen. Zeige ich jetzt meine neue Leibspeise. Und zwar ist es dieses Omelette-Sandwich hier, also ein veganes Omelette-Sandwich. Und zwar einmal mit Frischkäse, dann habe ich hier getrocknete Tomaten, dann einmal das vegane Omelette
einmal Avocado und eben zwei Brotscheiben. Und dazu gibt es Gemüse. Ja, das ist meine neue Leibspeise, was ich gerade richtig gerne esse. Ja, einfach veganes Omelette-Sandwich. Schmeckt aber echt richtig gut. Diese Karte. Die ist genial. Ja. Und hier das. Ach, wenn ihr wüsstet, wie lange das gedauert hat, das Einpacken. Ich bin einfach 3 Stunden an diesen 2 Dingen gesessen. Wegen dieser Technik hier. Und hier, weil das mein Geschenkspapier einfach zu klein war und jetzt habe ich hier das alles ausfüllen müssen. Ja, das war echt ein Struggle, aber ja, ich habe es geschafft. Hey, jo. Das ist der Fies. Ja, das war alles. Hast du den Weg noch? Ja. Ich weiß nicht, wie es ist. Ja. Ist das eine? Kaffeeflasche? Ja. Gar nicht wahr, es ist Lars. Lügner, Lügner, Lügner. Eine eigene Yogamatte. Ah, okay. Heute ist Donnerstag. Ja, und gestern war eben der Geburtstag von meinem Freund. Genau. Und ihr habt eben ein paar Eindrücke gesehen. Auf jeden Fall waren wir gestern Mittagessen. Das war auch sehr lecker. Und ja, dann haben wir einfach den Tag so verbracht. Der Tag verging extrem schnell. Aber ja, genau. Ihr habt eh Eindrücke gesehen. Und ja, heute war ich in der Früh schon spazieren. Und es war einfach so krass, weil so viele Regenwürmer einfach auf der Straße waren, weil einfach das Wetter so nass war. Und ich habe noch nie, also wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Regenwürmer auf einmal gesehen. Also das war, ich bin manchmal Slalom gegangen, weil einfach so viele Regenwürmer auf der Straße waren. Das war so heftig. Genau. Und dann habe ich eben ein bisschen was gearbeitet, also am Laptop ein paar Sachen einfach erledigt und auch noch für die Aufnahmeprüfung gelernt, für die 2. Aufnahmeprüfung. Und jetzt frühstücke ich jetzt mal und zwar habe ich mir Bananenmilch gemacht. Yay! Ich liebe Bananenmilch, by the way. Und ja, ein Stück Striezel. Noch von dem Osterhasen. So, ich habe jetzt das Video fertig geschnitten. Und zwar ist es dieses hier. Das ist das Ostervideo für nächste Woche. Mit dem Osterhasen hier eben. Hier, so schaut er dann aus. Genau, das habe ich gerade fertig geschnitten. Und es ist eben ein veganer Stritzel in Osterhasenform. Genau. Und jetzt mache ich dann Yoga. So, habe ich mal wieder Lust, nach langer, langer Zeit, dass ich mal wieder ein YouTube-Video mache. Also ein Yoga-YouTube-Video und zwar von der Maddie Morrison. Und ja, dieses hier. Und zwar ist es das 30 Minuten Flow and Fly Yoga-Flow eben. Und das ist einer meiner Lieblings-Yoga-Flows so auf YouTube.
Und den werde ich jetzt machen, weil ich richtig Bock drauf habe. Oh Gott, bin ich nervös. Oh Gott, okay. Ich zitter gerade so. Okay. Oh Gott, ich zitter. Oh, ich zitter so. Ich bin so fertig. Das ganze Lernen hat sich einfach gelohnt. Mann, das Ding ist es nicht mal fix so, aber ich bin einfach in der Testphase 2. Ich bin einfach in der Testphase 2. Wir können Ihnen mitteilen, dass Sie das vorgegebene Testziel erreicht haben. Damit laden wir Sie zur Testphase 2 des Aufnahmeverfahrens Bewerbungsgespräch ein. Oh mein Gott. Ich freue mich so. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich habe es einfach geschafft und dann, warum das Ding ist, ich bin ja nicht mal wirklich drinnen im Studium. Ich habe einfach nur Testphase, also ich bin in der Testphase 2, also ich habe jetzt ein Aufnahmegespräch. Ich bin nicht mal fix drin und ich freue mich wie weiß ich nicht was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, ich schwitze. Okay. Boah, Emotions, holy shit, ey. Ich bin gerade der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt, ey. I can't believe it. Heute schon wieder Freitag. Ja, zu gestern noch. Ich habe mich so drüber gefreut, dass ich einfach in Testphase 2 jetzt bin. Ja, also ich habe jetzt eben, also ich habe den schriftlichen Aufnahmetest bestanden und jetzt habe ich noch das Aufnahmegespräch. Also ich wurde zum Aufnahmegespräch eingeladen. Und ich habe mich so gefreut, ihr habt das wahrscheinlich eh gesehen, aber ich habe mich so gefreut. Und ja, was heute ansteht, ist, dass ich nach Wien fahre und ich habe mich auch jetzt schon zusammengepackt und fertig gemacht und jetzt fahre ich eben nach Wien, wieder zu Starbucks etwas lernen und arbeiten und dann hole ich wieder meinen Freund ab von der Arbeit und wir gehen da gemeinsam wahrscheinlich zu Max und Benito essen. Ja, genau. Und jetzt gerade hatte ich eben eine Gründungsberatung für die ganzen Yoga-Kurse und Pilates-Kurse und Kochkurse. Und ja, das war aber so viel
Informationen auf einmal. Und ich muss das jetzt mal alles sacken lassen, weil so viel auf einmal war. Und ich muss mich da jetzt noch ein bisschen durchlesen alles. Aber wenn es funktioniert, dann kann ich vielleicht bald Pilateskurse und Kochkurse und so machen. Und das war echt cool. Deswegen, ja, bin ich gespannt. Aber jetzt geht's mal für mich nach Wien. Das ist jetzt ein Wrap mit Tomatenreis, Salat, Tomaten, Salsa, Bohnen, Avocado, also Guacamole. Und ich glaube, das war's. Und da hier noch Nachos. Und diese gute Limonade, die es mit Zitrone und Agavendicksaft hat. Das gibt es jetzt zum Abendessen, eine Torte. Das ist eine Haselnuss-Schokotorte und die habe ich mitgenommen bei Ausnahmsweise. Und sie schaut auf jeden Fall sehr lecker aus. Ja. Dazu noch ein Stück Striezel und Tee auch noch. Das ist dieser Detox Your Feelings und der hat auch wieder solche süßen Texte oben stehen. Da steht, manchmal sollte man sich lieber Tee als Sorgen machen. Und da stimme ich auch zu. Ja, und die lasse ich mir jetzt schmecken, die Torte. Guten Morgen. Heute ist Samstag und heute habe ich Klavier, endlich. Und weil es ist am Donnerstag eben ausgefallen. Und jetzt habe ich heute statt Donnerstag. Und dann geht's nach Hause und zwar bekomme ich Mohnnudeln. Ja, also wir fahren heim essen, also zu mir heim essen und essen eben Mohnnudeln und ich habe schon so Lust seit Wochen, wirklich Wochen auf Mohnnudeln, aber ich wollte sie immer selber machen und irgendwie ging sich das nie aus, deswegen ja, habe ich nie Mohnnudeln gemacht. Und jetzt ja, macht eben meine Mama Mohnnudeln. Deswegen ja, sehr cool. Und genau, sonst steht eigentlich heute nur ein bisschen Lernen an und ein bisschen meine Webseite vielleicht weitermachen. Und ja, also eigentlich. Ah ja, genau. Und mein Freund und ich wollen in die Therme. Deswegen wollen wir da gucken, ob wir was finden. Beziehungsweise, dass wir das heute gleich buchen. Und ja, das steht so heute an. Und mal gucken, was sonst noch so den Tag über passiert. Ja, auf jeden Fall muss ich dann los zum Klavier und dann geht's gleich weiter zu meiner Family, Mohnnudeln essen. Ja, das ist mein Outfit of the Day. Ja, ihr seht wahrscheinlich nicht viel, weil ich mache das gerade über den Fernseher. Also ja, auf jeden Fall ist das dieses Top hier, das habe ich neu von Hollister. Und dann dieser coole Sport-BH, der ist auch in dieser... Also in der gleichen Farbe wie die Hose. Also die Hose ist so grün. You see? Ja. Und die Hose, was ich cool finde, die hat hier so Taschen. Das ist immer so praktisch, wenn man zum Beispiel laufen geht oder so und man das Handy hier reingibt. Und ja. Dann noch diese Jacke hier. Keine Ahnung, woher die ist. Aber ja. Genau. Und das ist jetzt mein Outfit of the Day. So Leute, ich bin jetzt beim Klavier. Ja, schön Klavier. Ja. Und hier nochmal etwas genauer, mein Outfit of the Day. Ne? Also hier die Hose. Die grüne, aber die Farbe kann man immer noch nicht gut erkennen. Ah ja, genau.
Und jetzt habe ich dann gleich Klavier. Sonntag und ja, heute fahren wir essen zum Chinesen. Wir freuen uns schon drauf und danach gucken wir Harry Potter und zwar den neuen. Also nicht Harry Potter, aber wie heißt der nochmal? Fantastische genau. Tierwesen. Fantastische Tier. Fantastische Tierwesen. Genau. Und jetzt trinke ich noch meinen Kaffee und ich mache dann noch was. Für die Webseite und dann gehen wir spazieren und dann fahren wir wahrscheinlich eh schon essen. Ja, wird cool heute. Ah ja, zur Webseite. Ich habe jetzt eine andere Webseite gefunden, wo ich das glaube ich besser machen kann, weil ich kenne mich absolut nicht aus mit Webseiten und Programmieren und so. Deswegen habe ich mir jetzt eine andere Webseite geholt, weil bei der ersten bin ich einfach nicht zurechtgekommen. Ich habe auch so keine Ahnung gehabt. Da habe ich mir echt schwer dann. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, machen wir es alles nochmal neu. Und jetzt habe ich eine andere Webseite. Ja. Und die schaut bis jetzt ganz gut aus. Also mal gucken. Ja. Was kommt denn jetzt noch? So, wir sind jetzt wieder daheim und ich werde den Vlog auch an der Stelle enden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und noch kurz zum Kino, also zum Fantastischen Tierwesen, der war ganz cool. Und ich freue mich auf den nächsten, also auf den nächsten Teil. Ja, aber ich will ja nichts spoilern, weil vielleicht schauen ja noch einige von euch den Film. Deswegen sage ich jetzt nichts. Auf jeden Fall fand ich ihn gut. Und ja, gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, früh, was auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bye, bye!